die beiden finde ich eigentlich so, sprechen eigentlich so am meisten eigentlich so an. Ja, wo ich sage, okay, die Richtung ist schon cool, da ist schon sehr kreativ oder da steckt schon sehr was dahinter. Ja, das reizt mich schon, weil das finde ich, wenn man von einem Next Step sprechen kann, dann eher das halt eben. Welcome to Creatives Hour Club, where we bring together creatives to talk about talent and originality. Join our host Dominic C. Fennec and today's guest for inspiration. Hast du so ein klassisches Fotografen dazu? Noch nicht, würde ich sagen, nein. Noch nicht. Würdest du das machen? Na, ich weiß nicht, ja. Ich habe mir schon mal überlegt, irgendwas Fotografiebezogenes zu machen. Aber jetzt eine Kamera zu tätowieren, ist irgendwas, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich will noch irgendwas so Kreatives, Fotografiebezogenes machen, aber mir fällt dabei noch nicht ein, irgendwas. Also das. Du, ich finde grundsätzlich, also ich habe gar kein Fotografie- oder Filmbezogenes dazu. Ich finde es trotzdem, alles ist halt Kreativität, oder? Ja, eh voll, das hat mir auch gerade so Ja. dieses ein kreatives Tattoo. Ich denke so, alles Ja. kann das sein, Ja. ja, das ist irgendwie. Aber ich finde, Hauptsache die Kreativität zieht sich so einfach durchs Leben einfach durch, Fix einfach. ist halt die Ästhetik, die man dann halt auch hat, Genau, ne? eh das gleiche wie halt beim Fotografieren, halt einfach, ja, diese Ästhetik, die sich durchzieht während dem Fotografieren oder Bearbeiten halt eben auch, ja. Das bin ich auch immer so, das finde ich auch das Coole generell eben beim Fotografieren. Eine Seite ist halt eben ein bisschen so das Soziale, ein bisschen unterwegs sein, shooten, kommunizieren, zusammen irgendwas umzusetzen. Und einerseits finde ich auch so wieder das Coole, das Bearbeiten, wenn ich einfach so ganz entspannt zu Hause einfach sitze mit meinem Computer und einfach bearbeite. Das finde ich auch so diese zwei Seiten finde ich eigentlich urschön, urpraktisch. Findest du, bist du in deinem Stil schon angekommen? Ich mag in der Weile und fühle mich eigentlich schon sehr, sehr sicher. Ich probiere mich schon gerne einfach aus, aber derweil mag ich den Styling schon sehr und finde ich passt zu mir. Und die Leute mögen es eigentlich derweil eigentlich auch sehr gern. Deswegen bleibe ich derweil. Aber ich denke mir so, ich bin 22 Jahre, ich glaube, da wird sich noch in den nächsten Jahren noch einiges irgendwie verändern. Ja, das schon, ja. Ich hätte auch gern so früh begonnen mit Fotografie. Ich habe Ja. relativ spät mich draufgesetzt, dass ich Wann das, ging es bei dir so los? wie ich 26 war. Okay, ja. Aber davor nie so, also Ich habe sechs. halt, weißt du, du machst halt Familienfotos und damals war es Ja. noch, keine Ahnung, du machst halt, wie gesagt, so Selbstporträts Ja, und so ja. Sneaker-Game Ja, fotografieren. ja, ja. Wirklich, ja. Dann, was hast du jetzt für einen Stil? Also, ich habe Ja. schon lange gebraucht, also ich habe sicher. Von dem Moment, wo ich begonnen habe, das ernsthafter zu machen, Ja. bis ich meinen Stil gehabt habe, den ich heute noch habe, keine Ahnung, habe ich sicher 3 Jahre, 4 Jahre braucht, Okay. Eh wenigstens muss halt irgendwas halt mal finden, was sich halt einfach catcht sowas. und was zu dir halt einfach passt. Und dann einfach trotzdem halt einfach schauen, wie es ankommt, was die Leute so davon halten. Hast du dann einfach für dich selber empfunden oder hast du ihn wo gesehen? Weil ich habe damals super viele andere Sachen Ja. ausprobiert und bei dem gesehen, hey, das schaut cool aus. Und dann habe ich das nachgemacht. Also dann war ich in der Phase, wo du halt Presets von anderen kaufst, Ja. ja. Nein, ich habe mich eigentlich so von Anfang an einfach ein bisschen mit Lightroom einfach herumgespielt und dieser Stil ist eigentlich recht schnell eigentlich entstanden und ich habe ihn halt nur noch dann verfeinert und seitdem habe ich den eigentlich. Ich hatte jetzt nie davor einen mega anderen Stil, sondern eigentlich von Anfang an eigentlich recht schnell den eigentlich so aufgegriffen und weiterbehalten, ja. Du machst ja grundsätzlich sehr, sehr natürliche Fotos und die Bearbeitung wirkt dann tatsächlich so, hat halt wirklich so einen Wiener Charme, auch Ja, aus meiner Sicht, ja. ja. So wirklich dieses bisschen so moody und ein bisschen so einen wärmeren Ton drinnen Ja, und ja. sehr, sehr nostalgisch. Ja, voll, wie So. gesagt, eh vor allem erstmal Grain halt ein bisschen oder ein bisschen dieses Rauschende, das finde ich, macht das Bild ein bisschen, weiß nicht, ja, kann man gar nicht irgendwie beschreiben, aber nicht so flach, ich weiß nicht, ja. Und Color Grading ist halt für mich auch halt so ein Teil. Ich finde, da kann man auch noch ur vieles rausholen. Also noch richtig diesen, eh wie du gesagt hast, diesen Mood einfach rausholen, ja. Vom Raw halt, ja. Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob deine Fotos analog sind teilweise, Ja. aber ich falle jedes Mal bei jedem drauf rein, ehrlich Ja, gesagt. ja, ja. Also, ich Nein, hatte auch nein, schon andere Fotografen da, mit denen ich gequatscht habe und auch da dachte ich, die machen nein. analoge Ja, Fotos. ja, Oder? ja. Obwohl, und das ist richtig dumm eigentlich, weil ich selber digitale Fotos mache und dann Grain draufhau Ja. und weiß nicht, warum ich davon ausgehe, dass jeder andere dann analog Fotos Ich macht. wollte eh Oder? sagen, das ist auch so mein Onkel sagt dann auch immer so, ja, warum hast du das noch eben drauf, weil du extra dann nicht schlecht machen und so, aber ja. Aber ich finde, es passt einfach so dazu. Ich finde, es gibt noch so einen ganz anderen
Vibe und einfach die Stimmung einfach viel, viel besser. Ja. Voll, es wirkt einfach echter. Genau. Es fühlt sich trotzdem analog an und das halt dieses Nostalgische auch. Ja. Genau, also deswegen halt, was du auch vorher gesagt hast, eben nicht mehr dann irgendwie so dieses typische 1.4, 1.8, sondern dieses urtiefen Schärfe und so, sondern einfach dieses alte bisschen zurückholen, ja. Ich finde, das gefällt, glaube ich, jedem ganz gut eigentlich, ja. Machen ja eigentlich auch viele eigentlich so, ja. Machen voll viele, ja. Das connectet ja auch mit Menschen, ja. Genau, ja. Voll, ja, eben. Deswegen eh so auf Fotos, aber auch, wie gesagt, eben auf den Reels einfach so connected Leute und wenn es ihnen gefällt, dann ja, geht das schon ganz gut herum, ja. Machst du dir viel Gedanken über die Fotos, die du machst? Also sagst du, ich habe die Idee oder hast du selten eine Idee? Nicht so oft eigentlich eine Idee, aber ich finde es eigentlich ganz angenehm, weil ich schaue eigentlich schon eben, mit welchem Model ich shoote und dann eher mehr, welche Location ich nehme und dann erst, wenn ich bei der Location bin, schaue ich einfach mal, weil ich eigentlich nur mit Tageslicht halt einfach shoote, muss ich da mal schauen eben, wo kommt da überhaupt ein Licht rein und die Uhrzeit einfach, wie kommt das da einfach rein halt eben und auf welchen Spot ich halt shooten kann, aber eigentlich eher dann eben am Spot direkt eigentlich erst schauen, was ich machen kann oder was ich auch vorher gesagt habe, eben so diese Photowalk-mäßig halt einfach, dass man sagt, okay, man hat einen Startpunkt, da trifft man sich und dann geht man einfach mal in der Umgebung herum und schaut, wo man reinkommt und wo man rauskommt eben und ich finde das eigentlich auch ganz spannend eigentlich, ja. Spannend ist sicher das richtige Wort, weil tatsächlich ich bin da ein bisschen geschamiger, dass ich jetzt in irgendein Treppenhaus reingehe und wäre dann gleich ein bisschen perplex, wenn da die Mitbewohner, also die Bewohner kommen und sagen, ja. Was machst du da? Ja, es also, ist, das ist, ja. Fotos, weiß ich nicht, das, Entschuldigung, ich gehe schon. Ja, das hatte ich auch schon öfters, das sind so Nachfragen, ich denke mir so, ich mache ja auch nur Fotos, weil ich mache ja sonst nichts anderes erleben. Und ich finde so, wenn man das respektiert, finde ich es eh nicht schlimm. Und auch wenn die Tür offen ist, dann schaut man halt mal rein, ja. Aber ich finde, so ergeben sich eigentlich die coolsten und kreativsten Spots, finde ich eigentlich für mich dabei. Weil du hat mir schon gut weitergeholfen eigentlich, ja. Weil sonst so Spots in Wien, ich bin eh viel im Überlegen, es gibt halt eben eh, was ich auch schon gesagt habe, diese Standard-Spots halt eben, aber mit denen fängt man dann eigentlich dann auch nichts mehr an. Oder es, ja, wenn man halt durch Instagram durchscrollt, dann denken sie auch nicht mehr, okay, cool, was ist das für eine Location, sondern, jo, habe ich eh schon wieder gesehen, ja. Also, ja. Nutzt du Spots öfters? Ja, eigentlich schon halt eben dann meistens halt einfach Indoor, weil sie einfach safe sind vom Wetter halt eben. Aber ich habe schon so ein paar Spots und so, aber eben, was ich auch vorher gesagt habe, so eben das Kunsthistorische Museum halt einfach so da halt eigentlich öfters halt eben, weil da kommen eigentlich immer ganz gute Fotos raus. Aber wenn mir ein Spot gut gefällt oder wenn ich einen Spot kenne, wo ich noch eine Ecke noch nicht benutzt habe, dann gehe ich da auf jeden Fall eben zurück halt eben, ja. Aber wie gesagt, ich mache mir halt immer Gedanken eben für neue Spots, aber die meisten irgendwie siehst du dann eh, wenn du einfach unterwegs bist und so, eigentlich recht spontan, ja. Aber gesagt, was auch wieder bei den Fotowalks halt eben so ist, ist halt nichts garantiert, also man hat jetzt keinen fixen Spot oder man weiß genau, okay, da kann ich gute Fotos machen, ja. Es hat auch halt eben Fotografieren und auch das mit Instagram auch ein bisschen mit Luck zu tun, halt, ja, was soll man machen, ja. Und wie planst du sowas dann grundsätzlich? Also sagst du, es ist ganz egal, was für ein Model das ist oder wer vor der Kamera steht und was sagst du dem, was sie dann anziehen soll? Oder weil du weißt ja noch nicht mal, wo du dann landest und wo es dann zusammenpasst, das Ganze, ne? Eben, ja, wie gesagt, den Model suche ich mir eigentlich immer raus, halt eben auf den Spot bezogen, wo ich sage, okay, die sehe ich dann vielleicht eher halt eben noch oder irgendwie irgendeine kreative Idee halt eben. Und ja, den Model schicke ich eigentlich schon so wegen Outfits zur Inspiration, eben von Instagram oder Pinterest halt eben. Und habe ja auch ein bisschen halt eben, also bei den Fotowalks nicht, aber sonst habe ich ja auch immer einen Spot halt eben im Kopf. Und da schaue ich schon so eben, dass der halt dann zum Outfit halt eben dazu passt. Aber wie es dann halt eben dann am Spot ist, muss man halt dann so vor Ort halt eben schauen, ja. Also ein bisschen mehr so in die Situation geworfen und einfach mal schauen, was man dort daraus machen kann, ja. Ein bisschen so eine Szene zusammenbasteln halt eben, ja. Oder schauen, was könnte ein bisschen ästhetisch auch schon oder ja, ein bisschen alltagsbezogen, ja. Kommen die mehr auf dich zu und fragen dich nach Fotos oder gehst du auf die zu und sagst, hey, lass mal Fotos machen? Beides schon, aber ich schreibe auch gerne einfach jeden an. Einfach ganz mal, ja, wie sieht's aus? Hättest du Zeit und Lust auf ein Shooting in Wien? Und mal schauen, ob wer antwortet oder nicht. Aber ich denke mir so, mehr kann man auch nicht machen, ja. Einfach schreiben, so habe ich ja auch eben halt angefangen. Einfach Models einfach anschreiben und schauen, wer sich halt einfach meldet, ja. Mache ich immer noch so. Ja, oder? Wirklich, ja. Weil, warum auch nicht? Ja, ich finde das einfach die beste Lösung, ja. Der beste Weg.
Du musst ja, das ist ja gar nicht, ich dachte, das ist dein Hauptjob, ja? Ja, ja, ja. Ist es aber gar nicht. Eben, genau, ja, wie gesagt, ich arbeite eigentlich sonst eigentlich so hauptberuflich in der Medizintechnik im Bereich im Orthopädie und versorge ich und betreue ich halt eben Kunden, eben egal ob es Einlagen, Schuhe oder ja, alles orthopädisch halt eben, das ist eben so Hauptding halt eben und ganze Freizeit oder eben primär im Wochenende halt eben shooten, ja, ja. Das ist eigentlich dann immer so, auch im letztes Jahr war es eigentlich am meisten wirklich jedes Wochenende, jeden freien Tag geshootet und da hatte ich halt eben auch dann halt viel Content, den ich halt posten konnte und wo ich halt auch Reels eben machen konnte. Ja, ja, also das ist einfach so, weil ich bin halt auch ein Frühaufsteher, ich stehe halt urgern früh auf und das ist halt unter der Woche, dass ich stehe halt früh auf und gehe in die Arbeit und am Wochenende stehe ich halt gern früh auf und gehe halt dann gleich shooten halt, ja, ja. Wenn sich halt irgendein Model anbietet, was halt auch bereit ist, früh aufzustehen. Ja, ja, das ist halt auch immer so, ja, 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 ja. Ja, das sollte ich auch mehr machen. Ich habe das begonnen gehabt, aber das ist irgendwie nicht wirklich angenommen worden, keine Ahnung, dass ich halt sage, dass ich mal jeden Samstag einen halben Tag Zeit nehme, ja, ja, für jede mögliche Idee, for free, bla, ja, kann sich melden und mit einer Idee kommen, der will. Weil ich mir dachte, okay, gut, dann erspare ich mir, dass ich ständig jemanden suchen muss. Genau, genau, ja. Dass ich da ein bisschen das automatisiere, hat sich aber nicht wirklich etabliert, leider. Ja, ja. Ewig gesagt, vielleicht dann sagen noch ein paar Models eben, sie können nicht in nächstes Wochenende, sondern erst in 3 Wochen oder in einem Monat und so. Und so hatten dann halt immer welche, die halt am Start sind und einfach Bock haben, ja, ja. Und deswegen wirklich eben, wenn ich, ja, halt wirklich einfach anstreben, wenn ich sehe, die kommt aus Wien oder halt auch nicht, einfach fragen, Zeit und Lust auf ein Shooting in Wien. Und ewig gesagt eben, ja, ob sich melde oder nicht, dann wird man eh sehen, ja. Ja. Ich finde es immer schade, dass die nicht, Bereitschaft ist das falsche Wort, aber die Ernsthaftigkeit, wie ernst man dann das Ganze nimmt, wenn es halt ein For-Free-Ding ist. Ja, ja. Und dass die Leute dann einfach, ah nein, ich habe doch keine Zeit, also sehr kurzfristig absagen. Voll, ja, oder, ja, oder halt ja, da einfach so, weil das ist ja auch meine Zeit. Ja, eh voll, ja. War hin und wieder halt auch schon und so, aber dann denke ich mir, ja, egal, dann halt nicht und dann habe ich halt ein schönes Wochenende einfach so, ja, ja. Das Wichtigste ist halt einfach für mich halt eben, dass ich halt immer was zum Posten habe. Ja. So schaue ich halt eben, wenn ich halt dann mehr Content halt noch habe, den ich halt posten kann, dann mache ich mir halt jetzt nicht so mega oft vielleicht ein Shooting aus oder so. Und wenn ich dann halt nur noch einen Post halt eben habe, den ich halt posten kann, dann mache ich mir halt schon mehr Shootings halt eben aus. Da schon. Also das Wichtigste ist für mich, dass ich halt immer irgendwas regelmäßig zum Posten habe, ja, ja. Schon. Weil du sagst, posten, also sind jetzt gerade im Thema Social Media krass. Du hast vorher gesagt, du bist erst seit 2020 machst du das eigentlich. Genau, genau, ja. Und bist jetzt ja eigentlich schon über 100.000 ja, ja, Follower. Ja. Wie ist denn das zusammengebracht? Das war eigentlich eh auch so im... Gib mir den Juice, weil ja, ich das auch. Nein, wie gesagt, 2020 habe ich da eigentlich so dann begonnen, eigentlich eben von anderen Fotos eben zu machen. Also eben am Anfang eben eh klar so Brüder-Familie-mäßiger Leben. Und da habe ich auch, ich glaube, so im ersten Jahr hatte ich, glaube ich, auch so eben so 100 Follower oder so, weil ich jetzt das einfach halt nicht regelmäßig gemacht habe, nicht regelmäßig gepostet habe, nicht verschiedene Gesichter eben vor der Kamera gehabt habe und so und oder zum Posten halt eben. Und dann habe ich mir auch mal überlegt, ja, irgendwie muss ich jetzt auch mal starten, halt irgendwie einen anderen zu posten. Und genau, dann habe ich auch einfach eben auch eben mein Model angeschrieben, geshootet, hat mir eigentlich urgefallen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann muss es halt so weitergehen und habe dann wirklich urviele angeschrieben, haben sich auch einige gemeldet und dann wirklich jedes Wochenende shooten gewesen. Ich weiß gar nicht, wann ich eigentlich so mein erstes Reel gepostet habe halt eben, aber ich glaube, das war dann auch, glaube ich, auch so 2 Jahre her. Und ja, von Reels bekommt man eigentlich, finde ich, so am meisten Resonanz eigentlich, oder? Weil Fotos oder ein Video spricht halt, ist eh klar, viel, viel mehr als eben nur ein Bild halt eben. Und habe eigentlich begonnen eben mit diesen Before und After, also genau, mit diesen Vorher-Nachher-Reels erleben und die sind eigentlich so von Anfang an eigentlich sehr, sehr gut gegangen eigentlich, ja, ja. Ich habe eigentlich auch dann nur damit halt nur begonnen, weil es mich hat ja auch von anderen Fotografen eigentlich uninteressiert, so okay, wie schaut das RAW-Bild halt eben von denen halt eben aus, eben bearbeiten die viel oder shooten die so perfekt, dass es einfach so gleich eben ausschaut, hätte mich eben auch bei anderen Fotografen eigentlich sehr, habe ich mich einfach so eben gefragt, eben, wie das so eben ausschaut. Und deswegen habe ich das einfach selbst gemacht, ja, ich nenne eigentlich selbst meine Reels einfach so im kurz und ehrlich unter Anführungszeichen, ja, ja, und gehen dabei eigentlich ganz gut, ja. Hast du Probleme damit, dass du Videosachen machen musst, weil viele, viele Fotografen haben sich ja hart aufgeregt, wie Instagram-Algorithmus so voll auf Video, ja, und Reels gegangen ist,
Und das war ein mega Aufschrei. Ich meine, für mich, ich mache beides, deswegen ist es gar kein Thema. Voll, ja. Aber du bist ja per se nur Fotograf. Genau, ja. Aber wie gesagt, eben, wenn man sich halt irgendwas ausbauen will, dann muss man Reels durchziehen. Und das sind halt einfach halt irgendwelche Videos erleben. Aber bei mir sind es halt ja einfach diese zwei Fotos hintereinander und anfangs mit einem Übergang. Aber ich sehe eben deswegen, es muss jetzt nicht lang oder irgendwas Orge sein. Es muss einfach, oder es kann einfach auch, wie gesagt, eben wie bei meinen Reels einfach dieses so recht clean und eigentlich simpel sein. Dass man einfach, dass die Leute einfach schnell sehen, okay, was will man ihnen halt einfach sagen oder was will man ihnen einfach zeigen. Und es, ja, meine Reels bringen das eigentlich ganz gut eigentlich am Punkt, ja. Aber sonst eigentlich so videobezogenes habe ich eigentlich sonst noch nie gemacht eigentlich. Nein. Ist noch eine neue Welt für mich. Wenn man sich dein Profil anschaut und wenn man sich anhört, was der Algorithmus eigentlich bevorzugt und wie Instagram funktioniert und bla bla, du zeigst dich nicht selber. Nein. Du machst halt keinen educational Content. Eben, ja. Du machst auch die Fotos, wie wir geredet haben, sind jetzt keine, wo du sagst, ich muss crazy, flashy Fotos, Studio, dies, das, jenes, ja, krass bearbeitete, sonst was. Ja, das sind super natürliche, wenig bearbeitete Fotos. Genau. Und das funktioniert mega gut. Genau, eigentlich recht simple Porträts eigentlich, aber ich finde das eigentlich genau das Angenehme eigentlich so. Man trifft sich mit einem Model, setzt ein paar Ideen einfach um, lernt sich ein bisschen kennen und so und hat einfach eine gute Zeit. Halt, ja. Also das ist eigentlich so, mehr steckt dahinter eigentlich auch nicht. Ja. Sonst, wie gesagt, im Studio habe ich mich jetzt auch noch gar nicht so ausprobiert oder eben, wie du das gesagt hast, eben so mit Blitz oder so irgendwas, das ist eigentlich auch gar nicht halt eben. Sondern eigentlich wirklich nur Kamera genommen, rausgegangen, sich mit einem Model getroffen und einfach shooten, Ist auch die günstigste Art zu lernen, wirklich, weil Studio kostet immer irgendwie was, Equipment ausleihen kostet immer irgendwie was. Aber wie gesagt, das habe ich auch vorher gesagt, eben so, sicher kannst du dir eben stundenlang YouTube-Videos anschauen und irgendwelche Kurse belegen halt eben, aber das Wichtigste ist einfach, oder wo du am meisten lernst, halt eben einfach rausgehen und shooten, Es hört sich immer so simpel an, aber es ist halt die Wahrheit einfach, Vor allem fand ich natürliches Licht immer gut zu lernen, weil du es nicht kontrollieren kannst. Genau, das ist bei mir halt auch so dieses so, du musst dich so danach eben halt strecken und schauen, wo irgendwie spotmäßig das gut hinkommt. Ich finde, so lernst du eigentlich am besten, wenn du dann irgendwie so auf Blitz rübergehst oder auf irgendein Standlicht erleben, kannst du da, glaube ich, hast du einfach die beste Erfahrung einfach damit, Das ist wirklich das Beste. Was mich immer noch ein bisschen stört, ist, ich bin immer noch nicht der Beste in krassen Tageslicht, also mitten in der prallen Sonne, weil du normalerweise auch jemanden hast, der das nochmal irgendwie ein bisschen runter schraubt durch irgendwas. Das heißt, ich bin auch keiner, der krass kontrastreiche Fotos machen mag. Deswegen bin ich kein großer Fan von zu viel Schatten im Gesicht. Bin ich jetzt auch nicht so. Mache ich solche Dinge nicht. Aber es ist auch ein gutes Learning immer wieder. Eben, das sieht man ja auf Instagram einfach so. Auch in Wien, es gibt so viele verschiedene Fotografen, die haben alle ihren eigenen Style. Und das finde ich einfach gut. Du musst einfach einen Style finden, der zu dir passt, mit dem du dich wohlfühlst. Und den halt eben sicher kann man alles verfeinern oder sich auch ändern. Aber das Wichtigste ist einfach, wenn du was postest, dass du einfach happy mit dem Foto bist, du selbst erleben. Wie gesagt, eben nochmal, wie es ankommt, kannst du eh nicht irgendwie entscheiden. Deswegen einfach beim Posten confident sein und einfach schauen, wie es ankommt. Warst du je so ein Gearhead, also jemand, der sagt, okay, gut, ich nerde hardcore auf Equipment ab? Das eigentlich gar nicht so. Also, wie gesagt, ich kenne mich mit der Kamera eigentlich aus und habe eigentlich auch einen Blitz und ein Standlicht und so, aber sonst so eigentlich gearmäßig eigentlich gar nicht. Mir kommt es eigentlich viel mehr so aufs Foto-Endprodukt einfach an und wie gesagt, bearbeiten ein bisschen im Lightroom, aber so richtig so mit Gear oder so setze ich mich jetzt nicht mega auseinander, eigentlich das jetzt nicht, nein. Mehr einfach dieses kreative Überlegen, was will ich machen und wie will ich das Foto halt eben bearbeiten? Das ist eigentlich so am meisten eigentlich so, Mein Lieblingsprozess, diese RAW-Dateien vor mir zu haben, auch wenn es ein paar hundert sind und die sie einfach durchschauen, das sagst du eigentlich immer, das rauszusuchen, welche jetzt gut oder schlecht sie nehmen. Und dann mal überlegen, okay, was will ich aus diesem Foto zaubern, Vor allem Sache ist es dann, wenn du Fotos hast, die so ident sind, weil mal kurz eine Strähne 2 Zentimeter anders ist und denkst, ist aber auch geil. Das ist auch oder so. Das andere. Und dann, ich meine, du hast dann halt irgendwie 100 gute Fotos und kannst keine 100 Fotos posten. Eben, ne? Das ist halt auch so, eben, wenn ich meinem Zwillingsbruder eben so ein Foto zeige, wo da ist der Kontrast plus 10 und da ist einfach 0 gesetzt und für mich ist es der Urunterschied zwischen den Fotos und ich zeige meinem Bruder das und er sagt, Fabio, das
genau das Gleiche einfach. Also was willst du mir zeigen? So, aber ich sehe das so sehr halt einfach oder so. Deswegen, aber ich habe ich auch gesagt, so, man darf sich da auch nicht zu viel zerdenken halt einfach. Hallo, ja, weil den meisten Leuten fällt das eh nicht auf, ja. Die sehen nur das Bild so urobjektiv erleben und schauen schnell, ob es ihnen gefällt oder halt nicht. Ja. Ja. Seid ihr identische Zwillinge? Ja, wir sind, ja, keine identischen Zwillinge, zweieiig halt eben, ja. Okay. Wir sind halt wirklich so Yin und Yang, Tag und Nacht, ja. Weil sonst hättest du einfach von ihm Fotos machen können. Ja, voll, können, das bist ja, du. Voll, so. Ja, voll, ja. Nein, also ich kann ja auch eben nach dem Podcast noch ein Foto zeigen, das ist echt sehr Tag und Nacht, ja. Aber so Yin und Yang-mäßig connecten wir uns halt eben auch, ja, von den Arten, ja. Weil wenn wir beide so wie mein Zwillingsbruder, dann würde es, glaube ich, in der Wohnung nicht so gut laufen, glaube ich, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, also ich stelle mir das schon immer ganz witzig vor, ein eigener Zwilling zu sein. Ja, ja. Ja. Ich fand das gleich schon ganz witzig. Ich weiß gar nicht, ja. Sicher ist es im Moment lustig oder für Außenstehende und so, aber so ein zweites Ich oder so, ist ja schon weird irgendwie, ja. Ja, aber du hättest halt echt immer gute Fotos. Ne? Ja, das auf jeden Fall, wie wir schon gesagt gehabt haben, ja, dass du findest jetzt per se niemanden, der dich fotografiert, wie du das gerne hättest. Genau. Und same ist bei mir, es gibt von mir gute Fotos, wenn Freunde, die auch Fotografen sind, ich mit denen das Licht einstelle, ich ihnen sage, welchen Winkel und dies, das, ja, jenes. Ja. Das heißt quasi, dass ich ihnen meine Kamera in die Hand drücke und einstelle und sage, so. Genau, das wenn ich hin und wieder mit meinen Zwillingsbruder halt eben fotografieren gehe, dann mache ich halt eben von ihm Foto, er von mir halt eben, halt nur mit dem Handy. Mhm. Und dann merke ich auch so, wenn er dann Fotos von mir macht, einfach so, wie er die Kamera hält, oder dann ist urviel gar kein Headspace mehr, sondern unten urviel Space, so ein bisschen so das Auge für Ästhetik halt ein bisschen fehlt halt bei ihm. Ja. So, ja, das finde ich immer lustig, muss ihn ein bisschen korrigieren, aber dann passt eh. Aber finde ich lustig, wie Leute halt so einfach das Bild halt einfach anders sehen oder eben sagen, okay, das passt für mich jetzt, der Ausschnitt und so. Finde ich auch lustig, wie jeder anders fotografiert oder einer macht das Bild urhell, einer macht das dunkel, aber ja. Ich finde das halt auch super interessant, wie du sagst, ja, wie Leute sehen, das ist auch ein klassisches Beispiel, wenn du auf Urlaub bist und jemand die Kamera in die Hand gibt, machen wir kurz Fotos und das schaut irgendwie aus. Ja, dann denkst du so. Ja, aber ein paar sagen dann, okay, das ist für mich fertig, das passt für mich jetzt. Ja. Manchmal denke ich mir auf Instagram und denke so, okay, schaut ja auch fast wie das RAW halt einfach aus, halt ein bisschen so flach und nicht so sagen halt eben. Aber ja, für ein paar sind die dann einfach Punkt angekommen und sagen, so mache ich, so poste ich und das passt jetzt für mich, ja. Das muss wie gesagt, eben für die passen, aber manchmal denke ich mir so, ja, weiß nicht, da kann man schon noch ein bisschen was rausholen, aber eben das ist halt deren Stil einfach. Ja. Finde ich auch gut, so dass dann nicht alles halt gleich ausschaut und jeder seinen eigenen Stil halt eben hat. Ja, wobei, ich meine, ich nehme mich dann immer zurück und sage nichts, aber ich meine, wie du sagst, ja, ist dein Stil, ist dein voll, Geschmack, voll. Ja, muss ich ja nicht gut finden. Eben, ja. Das Wichtigste ist wirklich, dass so jeder sich einfach eben seine Fotos anschaut und einfach sich wohlfühlt, ja. Egal, wer was sagt oder denkt oder kommentiert oder so irgendwas, ja. Das Wichtigste ist einfach, hinter seinen Bildern zu stehen, ja. Aber du sagst, du machst Fotos mit dem Handy mit deinem Bruder. Ja. Kannst du das gut? Ich zum Beispiel kann das gar nicht. Ich kann nicht wirklich, ich mache gute Instagram-Stories mit dem Handy. That's about it. Also deswegen, wenn Freunde mich immer fragen, so, hey, machst du ein kurzes Handyfoto? Ja, oder so, ich bin so schlecht im Handyfoto machen. Ja, es geht. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt irgendwie gut oder schlecht sind und so, aber ich bin mit denen dann zufrieden. Wie gesagt, ich bin ja auch sonst nicht irgendwie das Model vor der Kamera, sondern ein paar Fotos, wo ich gut ausschaue oder wo ich nicht mehr in die Kamera schaue. Und dann kann man die halt posten, da bin ich halt zufrieden, ja. Aber ewig ist im Video auch, also ich fühle mich halt einfach viel wohler hinter der Kamera. Ich bin ja nicht hinter der Handykamera. Achso, das meinst du, ja. Aber ich meine, für mich schon meine Handy, die Fotos, die ich mit dem Handy mache, von anderen Leuten, schon so kacke. Ja. Ja, ich weiß, ja. Aber ich finde, hin und wieder eben hat dieser Handy-Foto-Vibe eigentlich auch irgendwas, ja. Hin wieder braucht man gar nicht so eine große Kamera, dass das Foto irgendwie cooler schaut. Ja. Heutzutage vor allem nicht mehr. Ja. Die Handys haben so gute Kameras. Voll, also. Ich habe mir auch damals extra das iPhone Pro gekauft. Okay. Mit der extra Linse und das jenes. Und du kannst RAW-Fotos machen und, Stuff und RAW-Videos machen. Ja. Crazy. Ich finde, mit der Handykamera und dann schon mit Lightroom Mobile kann man schon so vieles machen. Ja. Das ist wirklich... Vor allem, wenn du sagst, du machst Instagram. Ja. Genau. Das ist wirklich eigentlich auch hallo. Ich finde, ich würde eigentlich eh jeden raten, der irgendwas auf Instagram postet, einfach auch mit Lightroom, spiel dich rum, du kannst so viele Sachen machen und eigentlich wirklich, hallo, bin ich da sehr, sehr, sehr froh mit Lightroom eigentlich, ja.
Hast du dich auch in anderen Bereichen ausprobiert, sowas wie Architektur oder Landschaft oder so? Gar nicht eigentlich. Also eigentlich, es war eigentlich straight up eigentlich immer nur Porträt. Einfach irgendwas mit irgendwas einfach gescheit interagieren und auch einfach das Feedback zu bekommen, weil wenn ich den Berg fotografiere, wird mir jetzt sagen, cool oder danke oder so irgendwas, ja. Also noch schon immer irgendwas, wo ich einfach ein bisschen was zurückbekomme, ja. Kann positiv oder negativ sein, aber einfach irgendwas, ja. Und mit irgendwem halt zusammenzuarbeiten, halt auch wenn es nur zu zweit ist. Das finde ich ganz cool. So zusammen irgendein kleines Projekt umsetzen. Mhm. Ja. Schon besser als dann irgendwie, ja, halt Landschaft oder so hat mich, oder Architektur hat mich jetzt nie so gecatcht. Hast du mal gemacht oder so eine Zeit lang? Ich habe Architektur ausprobiert, einfach weil ich es cool fand. Da kannst du gut mit Kontrasten spielen, so ein bisschen. Wirklich so Licht und Schatten und Symmetrie und sowas liebe ich, ja. Das heißt, da kann man ein bisschen was rausholen, aber hat sich nicht festgesetzt bei mir. Voll, ja. Landschaft schaut bei mir aus, als würde es ein Elfjähriger mit dem Handy machen. Also ja, ist halt, das ist auch so, jeder Bereich muss man auch mal so kennenlernen. Das kann man auch nicht so sagen, wenn du in Porträt gut bist, bist in Landschaftsfotografie gut oder so. Das ist ja was ganz anderes, ja. Ja. Also es ist, ja. Absolut gar nicht. Und ich finde es interessant, und das sollten Kunden vielleicht ein bisschen mal mehr experimentieren und sowas, dass man sagt, hey, ich hole mir einen, ich weiß nicht, ob das funktioniert, ich weiß es nicht, aber in meinem Kopf könnte das gut funktionieren, zu sagen, hey, ich hole mir einen Landschaftsfotograf für ein Modeshooting, weil der halt das ganz anders im Sinn ist, als uns sieht. Ja. Wäre also interessant, es könnte cool sein, kann natürlich auch richtig daneben gehen, ja, weiß eben, nicht, müsste man mal ausprobieren. Ja. Ja. Aber ja, ich zum Beispiel kann keine Landschaft machen. Was ich noch mache, ist Autostuff. Okay, ja. Weil du da so ein bisschen Architektur mit halt Auto oder einem Objekt halt verbindest. Ja. Das finde ich eigentlich ganz nice. Ich war nie der große Car-Guy so. Mhm. Ja. Aber Autos ist dann ganz cool gewesen. Ja. Voll, ja. Ich meine, es macht auch Spaß, mit denen zu fahren. Das ist vielleicht das Ding. Ja. Eben, ja. Nein, aber eben das Wichtigste ist einfach eben, dass du wirklich einfach eben mit deinem Stil einfach zufrieden bist und deinen Sachen, die du fotografierst, ja. Und immer halt einfach auch ein bisschen im Hinterkopf hast, warum fotografierst du eigentlich jetzt, das nicht urmonoton zu machen und einfach eben jedes Shooting abklappern, sondern einfach ein bisschen so aktiv im Moment sein und das einfach auch so enjoyen halt einfach, ja, und sein Bestes geben. Was dann, warum? Oh, okay. Wenn du jetzt schon sagst, du musst wissen, warum du das machst. Bei mir ist das irgendwie, ich weiß nicht, dass dieses Kreative, das sprießt so aus mir irgendwie raus, halt eben, weil ich das sonst irgendwo nie so abbauen kann, so wie in der Arbeit oder so irgendwas, weil du gesagt eben, Arbeit ist jetzt auch nicht irgendwie das kreativste Leben. Und ja, sonst kann ich diese Kreativität gar nicht irgendwie ausleben. Das gibt mir so ein innerliches Gefühl, das kann man wirklich gar nicht so beschreiben, ja. Also. Ja, kann man schwer sagen jetzt, ja. Aber was war der Grund, warum du angefangen hast damit? Weil es gibt ja mehrere Outputs. Ne? Also wie gesagt, ich finde ja per se Tattoos ist ein Output an Kreativität, Foto, Video, Musik. Voll, ja. Nein, ich wollte eigentlich schon immer irgendwie Content machen. Oder irgendwie, wie gesagt, Fotos haben mir auch schon immer Spaß gemacht. Halt immer, aber irgendwie, ich habe mich jetzt, wie gesagt, jetzt nicht vor der Kamera gesehen. Und dann kann man ja nur eben halt andere Leute halt eben fotografieren. Aber auch irgendwie irgendwas erschaffen, irgendwas kreieren halt eben. Und wie gesagt, eben auch halt mit dem, dass man auch Resonanz einfach bekommt oder so. Einfach dieses, boah, coole Fotos, das freut dich halt eben alle auch immer. Ja. Alle irgendwas irgendwie erschaffen, eben einerseits halt eben draußen halt eben unterwegs zu sein und dann eben auch der zweite Teil halt eben zu Hause zu bearbeiten. Und ich finde, das ist so ein cooler Ausgleich halt irgendwie. Ja. Deswegen irgendwie, ja. Und von Anfang an hat es mir einfach dieses angenehme, befreiende Gefühl so gegeben, halt einfach kann man gar nicht so beschreiben, ja. Ich finde das auch immer gut, wenn man ein Produkt in der Hand hat am Ende des Tages. Genau, nichts Theoretisches. Genau. Und dann halt auch, wie gesagt, eben die Resonanz halt eben auch von Instagram einfach zu bekommen halt eben, ja. Das ist gut, auch die habe ich nicht, aber aber ja, das ist okay. Also wie gesagt, dieses Instagram-Game ist für mich immer so ein Mysterium und vielleicht denke ich da auch einfach zu viel nachher, ich weiß nicht. Muss auch mal ein Vorher, Nachher probieren. Ja, ich habe schon Vorher und Nachher Bilder auch gemacht. Okay. Also Reels. Ja. Vor allem finde ich es interessant, wenn ich schaue, ich lade es ja hoch auf Reels, ich lade es hoch auf TikTok, ich lade es hoch auf YouTube Shorts, wo Sachen gut funktionieren und wo nicht. Auf Instagram ist alles so semi-gut, ja. Auf TikTok zum Beispiel, Before and After funktioniert bei mir null. Ja, verstehe. Gar nicht, ja. Ja. Und YouTube eigentlich tatsächlich super gut. Okay, wirklich? Ja.
also auf das YouTube Shorts, versuch das mal. Ja, ja. Dort zum Beispiel werden Shorts gerade hart. Weil ich finde, das ist sowas, woran man so jetzt gar nicht denkt oder so, dieses YouTube Shorts, aber eben das kommt auch wieder halt urhoch. Ja, ja. Ja. Alles Hauptsache eben, der Content ist einfach kurz und zusammengedrückt halt einfach. Ja. Ja. Also auf YouTube Shorts. Für mich, ja. Funktioniert bei mir die Before and After hart gut. Okay. Auf Instagram so okay-ish. Ja, ja. Und auf TikTok null, ja, zero. Ja. Also dort kriege ich vielleicht 4 Views, ja. Auf Instagram kriege ich dann irgendwie, weiß nicht, 500 Views und voll, auf YouTube kriege ich 5000 Views. Ja, ja, das ist, also das ist so das Ding. Wollte ich auch gerade sagen, so YouTube-Shorts habe ich noch gar nicht ausprobiert eigentlich. TikTok habe ich zwar ein paar Reels gepostet, aber die gehen halt auch nicht so und ja, es ist halt auch noch ein toter Account, weil man muss einfach halt regelmäßig posten, dass halt irgendwie TikTok Aufmerksamkeit von der Welt bekommt. Aber ja, Instagram geht eigentlich da wirklich am besten einfach. Aber ich würde jetzt echt, glaube ich, versuchen, so auf YouTube mal was hochzuladen, weil ist eine gute Idee eigentlich, ja. Ja. Eher einfach deswegen, mich interessiert es auch so im, wo was halt gut ankommt, gell? Da kommt es gut an, da kommt es gar nicht an und so, das ist irgendwie so komisch, gell, wie das so irgendwie die Leute einfach catcht, ja. Es ist wirklich crazy. Es ist auch, die Algorithmen funktionieren überall anders und sowas. Es ist so, keine Ahnung, heutzutage ist das echt so schwierig, dran zu bleiben irgendwie. Ja. Dieses ganze Algorithmus-Thema ist halt auch so, das ist halt, du kannst halt auch einfach nur posten und schauen, wie es ankommt. Ja, mehr kannst du halt wirklich nicht machen. Ja. Ist halt echt so. Und das sollte ja theoretisch am Ende des Tages auch das Ding sein. Ja. Und auch eigentlich solltest du es nur für dich posten, weil jeder, also so ziemlich jeder Fotograf, den ich kenne, oder jeder Kreativer, nutzt ja auch Instagram für sein Portfolio. Eben, es ist es ist einfach dein Online-Portfolio halt einfach, ja. Und wie du gesagt hast, einfach das Wichtigste ist einfach eben zu posten und wenn du zufrieden mit den Fotos bist, dann ist es schon das Wichtigste, ja. Hast du eine eigene Webseite für Portfolio-Stuff? Nein, das eigentlich noch gar nicht. Nein, aber ich glaube, in Zukunft will ich mir schon eine Webseite machen. Aber weil eigentlich will ich, habe ich eigentlich nur mein Instagram-Profil eigentlich, ja. Und da versuche ich halt einfach regelmäßig zu posten. Also so jeden vierten Tag ist eigentlich auch schon, finde ich, gut. Und hin und wieder halt dann die Reels halt eben, ja. Also du machst das ja eigentlich just for fun? Kann man so sagen, ja. Aber alles hast du mal, wie gesagt, du hast über 100.000 an Follower und du, ich glaube, also das war das eine Reel, ich meine, das eine hat irgendwie 1,4 Millionen, das andere 1,7, ich weiß nicht, ob da unten jetzt noch größere waren, da muss doch was gehen. Ja. Nein, aber irgendwie, ich bin eigentlich urfroh, wie ich jetzt gerade so einfach so stehe. Bin gespannt, wie es weitergeht, aber bin auch für alles eigentlich offen. Ich habe gesagt, ich bin noch in dem Alter, bin ich gespannt, was noch so auf mich zukommt. Aber derweil bin ich eigentlich sehr zufrieden, so wie ich poste, wie es eben auch ankommt, natürlich erleben. Das ist halt auch einfach, die Resonanz ist ja auch erleben, wenn man es schon irgendwo online postet, auch wichtig und gut erleben. Ja, aber so wie es mit mir weitergeht, weiß ich auch noch nicht genau. Aber sonst ist wirklich eigentlich alles Freizeit erleben, alles neben dem Job oder halt dem Wochenende halt sehr viel, ja. Aber dafür gebe ich halt die Zeit auch urgerne her. Wirklich, also ich bin jetzt auch nicht irgendwie der mega Fortgeher oder Partymacher halt eben, weil ich stehe auch gern früh auf und mache einfach Content, ja. Das gibt mir mehr, als jetzt wie gesagt vorzugehen und so. Na, das verstehe ich und sollte ich auch wieder mal mehr machen. Ich sollte grundsätzlich auch wieder mal mehr größere Projekte machen. Ja. Es ist immer ganz witzig so, hey, spontan und lass mal eine Stunde dies, das, jenes machen oder 2-3 Stunden. Aber ich hätte noch nicht erfahren, dass ich dadurch irgendwie Aufmerksamkeit bei Kunden bekommen hätte oder so. Sondern halt wirklich, wenn ich ein Passion-Project mache, wo ein bisschen Cash drinnen steckt und ein bisschen was Größeres ist, dadurch habe ich echt schon gut Aufträge auch bekommen. Das ist echt ganz, ganz cool. Ne? Sehr cool, ja. Dass das so funktioniert. Wie gesagt, eben postest du eigentlich mehr oder postest du mehr Bilder oder mehr Reels eigentlich auf Instagram oder so? Es hält sich in der Waage, aber wie wir schon gesprochen haben, meine Reels gehen aktuell eher mehr nicht rein in die kreative Richtung, unter Anführungszeichen, sprich so Before and After oder so ein schneller Cut mit mehreren Fotos oder sowas. Ja. Es geht mehr aktuell in diese Richtung Educational Mehrwert-Content, unter Anführungszeichen, mit auch vor der Kamera sprechen. Mal schauen, wie das funktioniert. Eben, ja. Es sollte theoretisch, aber wer weiß das schon. Ja, aber wie gesagt, das Ganze spielt ja auch so ein bisschen mit zusammen, dass ich halt auch in die YouTube-Richtung gehen mag. Weil für mich war tatsächlich so Corona, die Lockdowns und sowas, alle Kunden, da ich noch in Berlin gewohnt,
alle Kunden haben zugemacht und Anführungszeichen, also haben nichts mehr produziert, haben nicht gewusst, was passiert, haben oft komplette Marketingabteilungen gecancelt. Ja. Und da sieht man dann halt, okay, gut, das ist nicht unbedingt. Für manche ist es ein krisensicheres Business. Ja, ja. Für mich war es nicht. Glaube ich, ja. Und ich denke mal, so ein YouTube-Ding oder irgendwas, was du halt wirklich komplett remote, egal wo du bist, machen kannst, was halt als. Ich bin noch nicht so gut aufgestellt, dass ich alles remote machen kann, weil du trotzdem auf ein Set gebunden bist. Eben, ja. Und deswegen versuche ich es zumindest mit sowas dann nochmal ein Standbein aufzubauen. Da war ja YouTube eigentlich voll perfekt, wenn du das wirklich so von überall machen kannst und einfach von überall einfach den Content posten. Ja. Ganz egal, wo du bist, das wäre eigentlich wirklich ja, das beste Szenario eigentlich, ja. Voll. Für den Podcast muss ich mir noch was überlegen, dass ich den remoter machen voll, kann. Voll, ja. Ist immer ganz geil, jeden auf meiner Couch zu haben. Ja, das ist ja, super chillig, voll cool. Aber ich möchte ja auch mal irgendwelche Leute aus Deutschland oder sonst was. Das wäre auch cool, ja. Und da muss ich mir noch schauen, wie ich das, weil das muss immer ästhetisch sein. Ja, also. Ja. Voll einfach diesen roten Faden durchziehen und einfach das alles. Weil das passt. Ist ein schönes Setup hier, schön gemütlich für jeden so, kein Stress, alles sehr, sehr unverbindlich und so. Voll, ja. Und das sage ich auch immer so bei den Shootings, einfach so, ich will das Shooting auch immer so offen und angenehm machen, wie es geht, einfach, dass gar keiner, egal wie ein Fotograf oder Model, einfach irgendeinen Stress hat, einfach auch gefühlt einfach so, wir schauen einfach, was rauskommt, es kommt eh meistens was Gescheites eben raus und einfach wirklich ganz entspannt machen, ja. Überhaupt nicht dieses irgendwie urviel vorgeben oder jetzt urknapp sich halten, sondern einfach ganz chillig, wenn dir irgendwas auffällt, sag das, wenn mir irgendwas auffällt, sage ich es halt eben auch, egal ob es positiv oder negativ einfach ist, das ist mir eigentlich so, wie ich Hauptsache, dass ich auch eben das Model einfach wohlfühle, einfach chillig, dass es einfach so ein, auch ein angenehmes Treffen einfach ist, ja, das ist für mich. Mache ich ganz genauso. Und so kommen auch, finde ich, auch am besten die Fotos einfach raus, man merkt es einfach, wenn das Model einfach auch schon einfach offener ist und einfach sich auch wohlfühlt, ja. Voll, weil du musst in relativ kurzer Zeit musst du dich relativ gut verstehen, dass jeder offen und chill ist. Ne? Ja. Und im Endeffekt halt eben führt halt der Fotograf halt eben das Shooting halt eben, er gibt ja die Sachen halt eben vor, deswegen musst du auch schnell ein bisschen so das Eis brechen, so am Anfang, ja. Voll. Ja, aber wie gesagt, das schafft man halt auch nur, wenn man einfach rausgeht und shootet halt eben, ja. Es ist einfach wirklich einfach so halt machen, ja. Fühlst du dich comfy, dass du Directions gibst? Ich bin jetzt nicht der größte Directionsgeber, aber halt, wenn mir irgendwas auffällt, oder also wenn uns irgendwie Haare oder irgendwie schief sitzen oder so irgendwas, dann sage ich schon was. Aber ich lasse, wie gesagt, dem Model eigentlich auch sehr viel einfach Spielraum, ja. Ja, wenn sie das so fühlt, dann drücke ich mal ab und einfach schau einfach, wie es einfach ausschaut. Aber ich bin jetzt nicht der größte Directiongeber, ja. Ich lasse ein bisschen so go with the flow und einfach mal schauen, wie man mit den Sachen interagiert, ob es jetzt irgendwie eine Bank, irgendeine Treppe oder so irgendwas ist, einfach so, ja. Das mache ich eigentlich auch auf Fotos eigentlich gerne, einfach dieses mit irgendwas irgendwie interagieren und nicht, dass das Mädel, also habe ich auch viele Fotos, wo es einfach nicht nur dasteht, aber auch mit nichts interagiert. Aber ich finde es einfach cool, wenn es irgendwie bei mir hin und wieder mache ich einfach eben mit Autos welche oder in einem Aufzug habe ich gepostet oder so. Einfach ja, ein bisschen so ein kleines Szenario, sich aufbauen einfach, ja. Nein, ich mache das auch so. Ich sage auch immer, weil ich habe, wenn ich Aufträge habe, dann muss ich directen, weil ich kann dann nicht sagen so, mach, was du willst und der Kunde steht daneben, ja. Und dann auf gut Glück. Aber bei so freien Projekten so sage ich, hey, mach, was du willst. Ja, voll, ja. Ich laufe rum, ich hole das beste Foto raus. Genau, ja, ja. Darfst lachen, darfst weinen. Genau, das ist halt immer diesen TFP-Shootings halt das angenehm, einfach so, es steckt ja nichts dahinter. Man trifft sich einfach, will einfach nur und geht ja um nichts. Genau, gute Zeit haben und einfach kleine Fotos rauskommen, das finde ich so das angenehm, das ungezwungen eigentlich, ja. Das finde ich das Coolste eigentlich, ja. Was dann Hast du im Kopf schon irgendwie das, was der Next Step ist? Lustig so, weil du sagst, dieser Next Step halt eben, da sagt eben mein Onkel auch immer so, Fabian, du musst jetzt langsam diesen Next Step machen oder so irgendwas, aber ich weiß halt auch nicht oder so, ich muss mir da auch ein bisschen mehr Gedanken machen, was ich dann wirklich so in der Zukunft damit rausholen will oder einfach starten will. Aber eigentlich jetzt noch nicht, nein. Okay, weiß ich noch nicht. Ich fühle mich eigentlich da wohl dabei mit den Shootings, Reels, einfach mein Content, wie ich den einfach so rausdrücke halt eben. Aber so Next Step derweil noch nicht. Ja. Aber hin und wieder, langsam kann ich mir auch schon Gedanken für den Next Step eigentlich machen. Ja. Voll. Also ich halt versuche immer sehr, sehr unternehmerisch zu denken und wirtschaftlich, wird sofort beginnen irgendwie wahrscheinlich mit sowas wie mit Sony zusammenzuarbeiten, zum Beispiel. Ja. Müssen wir auch mal schauen, ob man da irgendwie
irgendeinen Kontakt irgendwie rausholen könnte oder so. Aber voll einfach genauso wie bei den Models einfach anschreiben, einfach mal nachfragen und mehr als ein Nein oder gar nichts. Ja, kann nicht sein eigentlich, Aber trotzdem gespannt, wie es mich einfach so in den nächsten Jahren wohin treibt oder so, wie man sich selbst eben entwickelt, wann der nächste Step kommt oder so. Aber ja, ich glaube, ich müsste mir da auch einfach mal eben ein bisschen mehr Gedanken machen, weil sonst, wie gesagt, eben 5 Tage unter der Woche halt einfach ganz normal arbeiten. Da ist man halt auch einfach eben halt in der Arbeit halt drin, weil denke ich halt auch nicht so viel an die Fotografie. Und was ja vielleicht sogar auch gut ist. Eben, ja, finde ich auch so, also, das sagen auch viele, das ist eigentlich auch dabei noch angenehm, dass ich so nebenbei halt eben mache. Weil ich kann mich auf das gut konzentrieren, freue mich dann unter der Woche schon auf die Shootings am Wochenende. Mhm. Es ist überhaupt nichts gezwungen erleben. Und aber ja, so Next Step-mäßig wüsste ich halt jetzt auch noch nicht, in welche Richtung oder so. Aber bin trotzdem offen für alles und probiere einfach alles gerne einfach mal aus und schauen, wie es mir einfach gefällt oder was halt rauskommt. Ich muss jetzt sagen, ich bin, neidisch ist vielleicht das falsche Wort, aber ich bewundere das und ich finde das super, dass ihr... Heutige Generation klingt so fucking alt, muss ich das sagen. Aber dass das heutzutage so viel leichter ist, mit halt, wie gesagt, dem ganzen Social Media, die Kameras sind besser, sind preiswerter, du kannst dann viel mehr auch leichter leisten. Mhm. So. Und du kannst die Arbeit wesentlich und du kriegst auch viel schneller Resonanz alles zusammen. Ja. Das finde ich echt. Echt cool, voll, dass das eben, heutzutage so geht. Bei mir eben alles eben halt auch wieder auf, mein Onkel auch früher gesagt, eben so, früher hatte er 30, 35 Filme oder so halt irgendwie das Stück halt eben. Und das war es halt eben dann auch. Und der hat auch gesagt, eben, Fabi, und dann drück einfach mal ab, du kannst auch noch alles löschen und so, deswegen nicht viel nachdenken, wenn es dir gefällt, mach einfach ein Foto, schau es auf die Kamera an und dann einfach schau, was du darüber halt einfach hältst. Aber einfach mal abdrücken und schauen, was rauskommt, Du hast jetzt oft deinen Onkel erwähnt. Ja. Macht der Fotografie? Er hat früher eigentlich schon mehr fotografiert erleben. Mhm. Jetzt nie irgendwie jetzt selbstständig, sondern er hat hin und wieder so Hochzeiten, glaube ich, hat er fotografiert, aber jetzt nie irgendwie hauptberuflich erleben. Aber wie gesagt, eben von ihm bin ich eben auch auf Sony einfach gekommen und fotografiere auch einfach seitdem halt gerne mit Sony. Und er ist auch eigentlich so der Einzige in der Familie, mit dem ich mich eigentlich über das gescheit unterhalten kann und wo ich einfach auch im Response halt einfach bekomme, eben, weil sonst, wenn ich irgendwie Brüdern oder Eltern irgendwas erzähle, so, sie hören sich auch gerne an und fiebern dann eben auch mit, aber mein Onkel ist so der Einzige, der eigentlich mir auch so Feedback geben kann oder auch eben sagen kann, das ist gut, das ist schlecht oder so, weil sonst sagen die anderen, es passt eigentlich eh alles, Und er ist eben der mich ein bisschen auch so, die so, eben langsam musst du den Next Step machen, Das eigentlich schon. Ist auch, wie gesagt, angenehm, irgendwen in der Familie haben. Was hält der Rest der Familie davon? Die supporten mich eigentlich auch alle. Solange du es noch als Hobby machst, oder? es geht eigentlich eh. Oder eben auch meine Großeltern oder so, die schauen sich halt auch die Fotos an. Die sind jetzt nicht so mit Instagram und so drin halt eben. Aber trotzdem schauen sich die Fotos gerne eben an und finden das eigentlich ganz cool, dass ich einfach so meinen Weg und das eben eh auch einfach so nebenbei einfach mache. Das ist einfach so eine Leidenschaft, die einfach sich bei mir so entwickelt hat, die ich einfach so durchziehe. Und fühlt eigentlich eh jeder sehr, also freut sich jeder. Und vor allem auch, wenn ich halt gute Resonanz bekomme oder wenn es auch gut geht, dann halt umso mehr, Das auf jeden Fall. Also eigentlich nur Positives von der Family, Hast du je überlegt, selber Hochzeitsfotos zu machen? Das eigentlich gar nicht. Nein, gar nicht. Also dieses Hochzeitsfotomäßig eigentlich, ich glaube, das wäre mir auch sicher eben, gibt es auch andere Hochzeiten, aber ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu schemamäßig Also das eigentlich. Also ich könnte mir eigentlich nur eben gut dieses vorstellen, eben dieses Studio, Porträtmäßige, irgendwas mit einem Model einfach umsetzen und nur für kleine Brands oder irgendwas machen, aber das Hochzeitmäßige gibt mir irgendwie gar nichts. Hast du schon mal überlegt? Ich höre immer wieder, dass da viel Geld drin ist. Ja, das auf jeden Fall, Aber für mich war es immer tatsächlich so ein bisschen, dass ich sage, das ist im Normalfall der eine Happy Day of Life, Und wenn ich verkacke? Genau, diese irgendwie im Ring oder die Kussszene oder irgendwas, habe ich mir auch gedacht, das Bild muss passen halt, Was, wenn sie dann die Augen zu haben? Genau. Irgendwas Was willst du sagen? Weil die haben ja auch weil das sind einfach die Fotos, die sich so jahrelang dann noch irgendwie anschauen und so. Und im besten Fall, wie gesagt, halt nur einmal im Leben machen. Genau. Und du verkackst. Das habe ich mir auch so gedacht, das ist viel zu Stress halt eben, Da lieber auch einfach so zu zweit mit einem Model irgendwas machen und irgendwas versuchen zu umsetzen, halt eine Hochzeit dazu übernehmen, Na, das war mir immer zu stressig. Same, Da finde ich halt so Modefotografie halt, ist auch stressig. Ja.
weil wir ja auch geredet gehabt haben, wegen nervös dann am Set und so. Genau, ja. Bin ich halt nach Jahren immer noch. Ja, wenn ja. Du, weil, wie wir gesagt haben, ja, wenn du halt immer dasselbe machst, dann wirst du natürlich immer nicht mehr nervös. Ja, genau. Willst du halt immer dasselbe machen. Aber diese kleine Nervosität ist auch, finde ich, das Gute und das ist auch ein bisschen so ein Lebensgefühl irgendwie so, dass man so im Moment ist und. Ja, es zeigt halt auch, dass du immer noch wächst. Ja. Genau, ja, das finde ich auch das Coole, ja, aber eben auch eben dieses erste Mal jemanden Fremden vor der Kamera zu haben, es war auch ein bisschen so, okay, hoffentlich passt alles, hoffentlich schon die Fotos gut, das will man ja niemanden enttäuschen oder was denkt ihr über mich, denkt ihr, dass jetzt da perfekte Bilder rauskommen oder mal schauen, was eben rauskommt, aber umso cooler ist, wenn man sich dann umso sicherer eigentlich ist bei den Shootings, einfach so eben sicher immer noch ein bisschen nervös, aber wie gesagt, eben, man kann besser mit jetzt Fehlern umgehen oder irgendwelchen unerwarteten Situationen oder mit den ganzen Einstellungen einfach, ja. Du weißt einfach schon, was du machen musst bei dem Lichteinfall oder wenig Licht, mehr Licht und so. Ja. Einfach Erfahrungen sammeln. Das gehört auch in die Entwicklung oder Erfindung deines Stils. Genau. Das ist auch dieser typische Satz und so, aber eben, ja, rausgehen und shooten, wirklich, ist einfach echt so. Es ist einfach, ja. Da sammelst du die meisten Erfahrungen und kann sich auch besser oder am besten einfach weiterentwickeln. Ja. Auch mit den unterschiedlichsten Charakteren einfach zusammenkommen. Eben eine ist offener, eine ist irgendwie schüchterner, aber du musst mit jedem einfach gut klarkommen. Ja. Bei einem geht es halt einfach gleich in den ersten 5 Minuten, wenn es einfach gut klappt. Und bei ein paar muss noch ein bisschen so das Eis gebrochen werden. Ja. Hattest du mal so einen richtigen Flop dabei? Musst du keine Namen nennen? Ja. Nein, das ist eben so. Ich hatte eigentlich dabei auch noch gar keine negative Erfahrung. Dabei hatte ich eigentlich sehr Glück eigentlich so mit den ganzen Models eigentlich. Aber kann vielleicht auch dabei eigentlich ganz gut irgendwelche Situationen einfach schon handeln oder so. Ja. Aber eigentlich Gott sei Dank noch nicht. Ja. Okay. Aber gehört auch dazu. Kommt immer darauf an, halt, wie man die Situation einfach dann handelt. Oder. Hattest du schon irgendwie so mal ein... Aber ich meine, du hast schon sicher mehr Erfahrung. Ja. Es kommt immer darauf an, was man als Flop per se definiert. Ich hatte schon bis jetzt zum Glück erst zweimal von den ganzen Free Projects, ja, dass die Leute nicht ganz so ausgesehen haben, wie sie auf Instagram ausgeschaut haben. Okay, ja. Das ist natürlich ein Risiko mit den ganzen Filtern, die es heutzutage gibt. Ja. Das war dann ein bisschen schwierig, irgendwie meine Idee dann... So, ich konnte das nicht einfach ausblenden, weil ich ein gewisses Bild im Kopf hatte und ich habe das dann irgendwie rüberbracht, aber die Fotos haben dann halt nicht so ausgeschaut, wie es in meinem Kopf waren. Ja, das verstehe ich. Ja. Das Einzige, was bei mir ist, es war jetzt nichts während dem Shooting, aber es war einmal eben auch, dass ich eben ein Model halt die Fotos geschickt habe, eben gut gecolorgraded, hat allerdings alles gepasst und sie hat es dann in schwarz-weiß gepostet. Also sie hat halt noch einen Filter drüber geklatscht. Und da denke ich mir auch so, das war eher am Anfang, also 2020, 2021 oder so, aber haben wir auch gesagt, muss jetzt nicht sein oder wenigstens mal fragen oder so irgendwas, weil ich denke mir so, ich mache mir auch Gedanken, ich bearbeite es ja auch, es sind ja keine RAW-Dateien, die ich hier halt schicke. Und ich denke mir so, wenn dir das schwarz-weiß besser gefällt, dann freut es mich auch, weil es immer noch ein Foto von mir und so, aber ich finde, Performance postet halt einfach dann trotzdem einfach halt fragen oder einfach abklären. Ja. Weil es auch so plötzlich, weil im Endeffekt ist es dann auch halt kein Bild von mir und Anführungszeichen, weil ich habe es halt nicht so bearbeitet oder ich wollte es halt einfach nicht so posten. Einfach. Aber das ist so das Einzige, wenn man sagen kann, irgendwie negativ, wo ich mir gedacht habe, okay, das muss jetzt nicht sein, das könnte man ja irgendwie auskommunizieren und so. Ja, Schatz, das geht ja noch. Ich hatte bis jetzt auch erst einmal, dass das einer gemacht hat. Auch relativ am Anfang. Addiert mein Farbfoto in einen anderen Farbding so. Das ist nicht mein Foto. Ich denke mir auch so, wenn es dir nicht gefällt, dann musst du es noch nicht posten, aber das ist halt nicht so das Foto, was ich habe. Vor allem, man sieht ja, vor allem, du hast jetzt deinen Stil sowieso schon, wenn man das Profil durchgeht, die sehen ja alle einheitlich aus, das ist jetzt nicht die große Überraschung, wie sie dann rauskommen. Ne? Denke ich mir halt auch, Oder sie kann ja wenigstens sagen, da habe ich ein paar Fotos, kannst du mir vielleicht irgendwie schwarz-weiß machen? Ich bin nicht der Letzte, man muss nur mit mir reden halt eben, deswegen versuche ich halt eben bei den Shootings einfach immer so offen und chillig zu kommunizieren, dass ich einfach keine Scheu habe, irgendwas zu fragen, zu sagen und so irgendwas, Weil das merkt man schnell vor der Kamera, wenn das Mädel eher jetzt irgendwie sich schon wohlfühlt oder noch ein bisschen schüchtern ist. Ja. True. Ich glaube, Kommunikation ist der Key. Und vor allem, wenn es ein freies Projekt ist, kann man noch reden. Weil es steckt halt im nichts dahinter. Weil auf einem Auftrag kann das Model jetzt nicht sagen, hey, hast du... Geht nicht. Genau. Da hat man so halt eine Vorgabe halt, Aber diese freien Projekte sind halt einfach, was man sagt, einfach... frei, man schaut einfach, was rauskommt und einfach Spaß haben, Hast du auch schon mit der Modelagentur zusammengearbeitet? Nein, das eigentlich gar nicht, nein. Nur hin und wieder so irgendwie Kontakt irgendwie, wegen irgendwelchen Bildern oder
Hin und wieder schicken mir halt Modelagenturen so neue Models von ihnen und sagen, jo, eben die wären halt bereit für ein TFP-Shooting, ob ich halt Lust habe oder so, dann suche ich es mir halt raus oder halt eben. Also hast du schon gemacht auch? Also das schon halt eben ein, zwei Mal eben, aber sonst mehr eigentlich auch nicht, ja, schaue ich es mir halt eben an, wenn ich halt eben ein Model fühle, was mir angeboten wird, dann shoote ich gerne mit denen, aber ich nehme jetzt auch nicht jedes Model oder was an, ja, da schaue ich schon halt eben drauf, ja. Ja, nein, ich habe das auch schon gemacht, auch für freie Projekte, hatte aber tatsächlich auch schon da jemanden dabei, die hatte nur Polaroids. Ja. Quasi auf in ihrem Profil. Ja. Die hatte davor auch noch nie einen Job gemacht. Das war zum Glück ein freies Projekt, wo ich sie hatte. Ja. Das war sehr schwierig. Ja. Voll ist bei mir auch so, man hin und wieder denke ich mir auch so, urviele Models sind so privat auf Instagram. Das stecke ich halt gar nicht. Denke mir schon, wenn du ein Model bist, was sich einfach zeigt, so kannst du einen zweiten Instagram-Account machen, wo du private Sachen postest. Aber sei dich offen, weil hin und wieder eben, oder letztens hat mich auch eine angeschrieben und so. Da habe ich auch noch das Profilbild gesehen, eben wegen einem Shooting und so. Denke ich mir auch so, dann gehe ich auf ihr Profil, sie ist privat, irgendwie so. Aber ich sehe halt von ihr nichts. Halt. Ich muss ja schon das Model sehen und sagen, okay, mit der will ich shooten, halt eben nicht. Das bringt mir halt gar nichts. Ja. Nur das Profilbild. Oder was stellt sie sich halt vor, dass ich von dem Profilbild dann gleich sehe? Ja, unbedingt oder so. Ja. Das ist halt, finde ich halt schade. Ja. Aber ich finde, da würde ich halt jeden raten, so, wenn du irgendwas postest, dann mach dir einen zweiten Account oder so, halt irgendwie, um private Sachen zu posten. Aber ja, die Models privat, die ist nur negativ für dich selbst halt eben, ja. Weil ich bin auf ur viele Models einfach irgendwie über Stories oder sie wurden mir vorgeschlagen, einfach offene Profile, ur viele so drauf gekommen. Nur. Macht halt echt keinen Sinn, dass du dich da privat machst oder so. Ja. Das ist echt, ja. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Mann, also das ist ein sehr guter Tipp für alle Newcomer. Auf jeden Fall. Also privat ist halt echt, ja, bringt halt nichts, so kommst halt nicht weiter, ja. Wenn es dein Main-Account ist oder so, ja. Vor allem als Model, wo sich, ja, du musst dich halt auch zeigen, ja. Es geht mir nicht so in den Kopf rein, wenn sie sich confident einfach so privat macht, ja. Tut mir zwar leid für sie und so, aber ja, bringt halt auch nichts, ja. Vor allem, wenn sie dich dann anschreibt. Eben, ja, ich auch so, was soll ich das Profilbild da irgendwie jetzt reinschauen oder sowas, aber ja, hab ich auch gesagt, na, bringt halt auch nichts, ja. Hast du für dich einen Ort, wo du sagst, okay, gut, das ist immer mein Go-To-Place, wo ich mich quasi kreativ rechargen kann? Ja, auf jeden Fall einfach eben halt zu Hause auf jeden Fall einfach so in mein Zimmer, da habe ich einfach meine Ruhe und kann eigentlich ganz gut Energie tanken. In der Nähe von mir ist eigentlich auch Schönbrunn, weil ich gehe auch gerne einfach eben herum oder zu zweit und denke einfach gerne nach. Das sind eigentlich, glaube ich, so diese Main-Orte. Hin und wieder halt eben auch eben während der Arbeit, wenn ich es halt versuche, bis so nachzudenken, aber kann man sich auch nicht fassen, weil man ist in der Arbeit eben. Aber meistens dann eben am Abend bei mir zu Hause oder halt einfach nach der Arbeit oder am Wochenende, so wenn ich spazieren bin, dann eher so, ja. Sind einfach wie so gedankenfrei, nichts, keine anderen Eindrücke, keine Musik oder so, einfach nur ein bisschen nachdenken und schauen, worauf man kommt, ja. Das am meisten. Spannend, ja. Das heißt, Musik inspiriert dich gar nicht dann zu Ideen oder was? Nein, eigentlich fast eigentlich so gar nicht. Ich bin so ein bisschen so auf dieses typische Instagram und Pinterest eben unterwegs leben, aber das eigentlich meistens dann nur so für Outfits eben. Und dann, weil sonst, ich bin halt oft so im ersten, das typische, oder einfach in der Stadt unterwegs leben. Und da versuche ich dann einfach ein bisschen mit offenen Augen einfach durch die Stadt einfach zu gehen. Und es muss ja nicht dann einfach ein ganzes Gebäude sein. Es kann ja wirklich einfach so von einem Foto nur eine kleine interessante Ecke einfach sein, die einfach passen muss. Und dann schreibe ich mir halt das einfach mal auf. Ja. Also das ist, Location ist mir auch ein bisschen wichtig. Das ist halt einfach, wie gesagt, nochmal nicht diese 0815 Locations sind einfach so. Ja. Und vieles einfach ausprobieren. Einfach eben mal sagen, eben, ich schlage das vor, treffe uns mal da und einfach mal schauen, was rauskommt. Ja. Das ist auch ein bisschen so halt irgendwie nichts Fixes, aber wie gesagt, es kommen dann immer eigentlich ganz gute Fotos eigentlich raus, ja. Und hast du Fotografen auch, denen du folgst, wo du sagst, das ist eine Inspo für dich, oder schaust du das nicht raus? Eigentlich so Rico Reinhold aus Deutschland ist eigentlich ganz cool, das finde ich schon. Oder dieser Kai Burt auf Instagram eigentlich so. Die beiden finde ich eigentlich so. Ich bin da super schlecht drin, okay, also. Ja. Die beiden finde ich eigentlich so, sprechen mich so am meisten eigentlich so an. Ja, wo ich sage, okay, die Richtung ist schon cool, da ist schon sehr kreativ oder da steckt schon sehr was dahinter. Ja, das reizt mich schon. Das finde ich, wenn man von meinem Next Step sprechen kann, dann eher das halt eben, ja. Okay. Muss ich mal dann anschauen. Ja, oder ich müsste auch, finde ich, irgendwie, was mich dann auch vielleicht noch mehr interessiert, ein bisschen so
so Night Photography oder ein bisschen so, ich weiß nicht, ob man sagen kann. Ich finde, Wien hat halt irgendwie am Abend nicht so coole Reklameschilder oder so irgendwas oder das, wo man irgendwas mit arbeiten kann halt eben. Lowlight ist halt immer, finde ich, ein bisschen kritisch beim Fotografieren halt eben. Aber es kann halt sehr cool ausschauen. Das ist halt instant so ein Mood. Du hast instant schon den Crane mit drin. Ja, das eben auch, ja, das ist halt schwierig, ja, ja. Aber da will ich mich, glaube ich, noch ein bisschen austesten, so ein bisschen so ein dämmeriges Licht oder ein bisschen so Night Photography, weil das ist so, finde ich, instant Mood halt einfach, ja, ja. Was ich mich auch, ich mag sowas auch, wenn ich es bei wem anderen sehe. Ja. Vor allem, ich bin auch nicht so der Typ, der sich traut, unter Anführungszeichen, wenn man sagt, man macht Lowlight und bla bla, dass es krass in die Silhouette geht. Ja, ja. Also ja. Ich sehe gern das Gesicht und die Emotionen. Ja, ja, das ist. Und ich bin da, ich muss immer noch irgendwie in diese Ecke kommen, dass ich mich, ich will nicht sagen trauen, ja, ich aber, weiß, was, ja, aber ja, dass, ja. Dass ich dieses, dass man halt das Gesicht einfach nicht mehr sieht. Ja, ich weiß, das bin mir auch so, eben so, ich habe zwar Bock, aber man muss einfach sich mal trauen und einfach sagen eben zu einem Model, ich will heute wirklich nur mal ausprobieren, ja. Mal schauen, was rauskommt, aber ich finde, da bieten sich eh auch sicher einige Models an, die sagen, okay, mal schauen, irgendwas kommt eh sicher immer raus, aber halt eben noch ein bisschen, dass man mit einem größeren Fragezeichen halt sonst ein bisschen halt reingeht und schauen, was rauskommt, ja, ja. Aber das würde mich, glaube ich, noch am meisten ein bisschen interessieren, das bisschen dieses, ja, bisschen mehr in das Moody reingehen. Ja, aber ja. Es ist das beste Wetter gerade dafür, ja? Weil wenn man jetzt anschaut, den so die Golden Hour und die Blue Hour, dann ist es schon echt geil pink aktuell. Ja? Voll, 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 ja. Dann ja. Muss ich auch mich zusammenreißen und rausgehen und das ausnutzen, weil ich glaube, da kriegst du echt geile, genau solche Lowlight-Geschichten hin. Genau, mit so einem geilen pink-blauen Hintergrund im Himmel. Ja, ja. Das auf jeden Fall, ja. Ja. Und wie gesagt, was bei mir halt auch wichtig ist, eben, ja, dass das Model mit irgendwas halt interagiert. Ich finde, das macht das Foto einfach viel interessanter oder einfach viel mehr. Oder wie es dem, ich wollte gerade Cinematic sagen, aber ich glaube, das ist, glaube ich, eher so mein Ziel, in diese Cinematic-Richtung reinzugehen, dass man denkt, okay, das könnte so ein Gefühl, ein Filmausschnitt werden oder so irgendwas, ja. Ja. Mir hat dabei sehr viel geholfen, dass ich halt auch filme. Ja, ja genau, ja, das glaube ich, ja, ja. Ja. Also beides, ich werde super oft gefragt, was ich lieber mache. Ja. Ich mache beides gleich gerne, je nach Projekt. Also bei Beauty-Shootings zum Beispiel bin ich jetzt nicht so der crazy Fan von Video. Dafür bei anderen Sachen mache ich lieber das Video, als dass ich die Fotos davon. Aber es hat beides auf jeden Fall, was mein Framing angeht und etc. und Lighting. Ja, das hat es auf jeden Fall influenced, beides gegenseitig. Voll, voll. Ja, ich bin eh noch gespannt, wie gesagt, wie das so in Zukunft weitergeht wegen Instagram, ob das jetzt mehr Reels passiert jetzt wird oder mehr Foto passiert oder so. Aktuell geht es wieder in die Fotorichtung. Würde mich eigentlich, sicher, Reels gehen gut und es macht auch Spaß und so, aber ich denke mir halt so, Instagram soll bei seinen Fotos einfach bleiben. Mhm. Ich finde das schon eigentlich, oder mehr passieren oder mehr einfach eben die ganzen Leute dazu halt irgendwie führen als einfach jetzt nur Reels, weil Reels macht mir auch Spaß, aber es ist viel lustiger, einfach so die Fotos einfach zu posten. Einfach, ja, ja. Deswegen halt auf meinem Profil, halt, ich gebe ja auch die ganzen Reels ja nicht auf meinen Main-Seite, sondern immer auf, ich mache das halt immer auf der Reels-Spalte, genau, ja. Aber haust du es gar nicht drauf? Oder nimmst du sie dann wieder raus? Nein, wie gesagt, ich stehe einfach weg vom Profilraster oder so springt es einfach rüber. Okay. Genau, ja. Das will ich einfach, da sind die Fotos, da sind die Reels, deswegen wissen eigentlich eh, glaube ich, ein paar, dass ich überhaupt gar keine Reels mache, weil sie einfach nicht weiter swipen, in Anführungszeichen. Aber ich finde, es sieht einfach cleaner aus, wenn ich auf einer Spalte oder wenn ich auf einer Seite meine ganzen Posts habe und auf der anderen Spalte einfach die ganzen Reels eigentlich so. Ja. Ja. Ich mache beides tatsächlich. Ja, ja. Weil bei manchen Reels denke ich mir halt einfach, ja, die passen schon gut in den Feed, mit, wenn mal ein Text draufsteht oder so. Voll, voll. Eher voll, voll. Aber mir ist, ich weiß nicht, da bin ich ein bisschen so, na, da muss auf jeden Fall die Fotos sein. Und, ja. Was ich gerne sehen würde bei Reels, wäre, dass ich die ordnen kann. Ja, ja. Weil dann hätte ich einen gehst du auf Reels und dann steht da, okay, Ordner mit Fashion, Ordner mit Educational Stuff und sowas. Ja. Jetzt ist, oder einer mit Podcast und so. Ja, das wäre. Jetzt ist das halt so, jetzt siehst du halt, gerade mit dem Podcast wieder begonnen hat. Genau, halt jede Woche geht halt mindestens ein Reel raus mit Podcast Stuff. Ja. Und ich will es ja nicht archivieren, ich will es ja draußen drauf lassen. Ja, ja. Das heißt, du siehst dann ein Modeding und dann siehst du 15 Podcasts in der Reels und ich so, ach, damn, ja. Ewig, man kann ja schon im 3 halt oben ja im Pinnen halt eben oder anpinnen. Ja, richtig, ja. Aber wie bei deinen gespeicherten Sachen. Bei den gespeicherten Sachen kann man ja auch schon eben so eigene Ordner machen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das früher oder später eigentlich auch kommen wird. Es ergibt eigentlich Sinn, dass man dann wirklich so ein Alben hat oder einfach eben verschiedene Kategorien und so, ja. Ja, ich verstehe warum, vor allem nicht, warum es das nicht gibt, weil es gab damals, wie es noch nicht Reels gab, sondern wie du halt Videos quasi postest, konntest du sagen, zu einer Serie hinzufügen. Okay. Da konntest du halt wirklich sagen, okay, gut, das ist eine
Serie an ja, Content, ja. Ja, und die heißt jetzt, weiß ich nicht, besten Movies whatsoever, ja, ja, und das andere ist dann Fashion und bla. Das heißt, da konntest du schon einordnen. Ja. Das haben sie dann voll nicht übernommen bei Reels. Ja, auch wie so bei YouTube, weil einfach diese Playlist, dass man einfach diese Playlist macht. Ja. Wird Sinn ergeben, aber ich kann mir eigentlich auch vorstellen, es macht halt wirklich nur Sinn, dass sie das irgendwie. Aber ich glaube, sie werden es sicher machen, weil TikTok, glaube ich, macht das auch schon. Ne? Ja, also sehr, sehr nachziehend, das ist wirklich immer auf jeder Plattform, kann man das schon machen und das raufstellen und Stories, ja, oder das. Es ist echt schon, ja, alles ist da fast gleich eigentlich so, ja. Aber trotzdem finde ich eben growt man auf jeder Plattform halt, finde ich, ganz anders. Ja. Halt irgendwie. Das ist echt arg. Eben eh auch, wie gesagt, eben so, ich habe halt schon ein paar Reels auf TikTok halt gepostet, aber halt gar nichts halt, ja, ja, mhm, das ist halt nichts. Und auf Instagram gehen die halt wieder halt sehr, sehr gut einfach ab, ja, ja. Aber ich finde es irgendwie schon spannend. Und wenn man die Möglichkeit hat, eben ein Content auf 3-4 Plattformen zu posten, warum nicht? Man wäre nur dumm, wenn man es nicht macht, ja, ja. Also ich kann mir das echt vorstellen, dass ich das mal auf YouTube Shorts vielleicht ausprobiere oder so, ja, ja. Einfach mal schauen, wirklich eben, welche Leute man da oder wie viel man da einfach erreicht, ja. Mhm. Wenn es bei dir eben auf YouTube so am besten geht, lustig, ja. Ja, voll, weil da habe ich jetzt auch kein großes Following oder ja, so. Das ja, ist nicht so. Und ich glaube auch nicht, dass das Follower-basiert funktioniert auf YouTube, ja, so wirklich, ja, so wie es auf Instagram so ein bisschen ist. Ja. Aber es ist halt auch wie so diese Zukunft, ist leider halt eben, aber dieses umso schneller eben Shorts und kleine Reels und so und keine YouTube-Videos mehr oder Filme halt eben, mhm, mehr, ja. Glaube ich einfach eben, weil diese Aufmerksamkeitsspanne halt einfach immer. Ich glaube, dass das vielleicht so auch dahingehend ist, dass Instagram so die einzige Plattform ist, die wirklich feed-basiert ist. Ja. Voll, voll. Weil das TikTok, auf jeden Fall. Hast du das gar nicht? Genau, post es einfach, das ist ja ganz und egal. Und auf YouTube auch nicht. Ja, also wenn du auf ja, der App bist, dann wird dir zwar schon das anzeigt, der Longform-Content, ja, den du ja, halt den Leuten, den du folgst und abonnierst, ja, aber der Shortform-Content ist halt random. Voll, voll. Ich finde es auch immer so, ich finde auch derweil eigentlich noch so Instagram so am seriösesten, wenn man so ein bisschen sagen kann und so. Also kann man so sagen. Mhm. Weil es halt eben so dieses Feed-basierend ist, weil sonst auf TikTok, auf YouTube posten wir halt einfach nur, würde ich auch sagen. Ja, ja. Also das finde ich halt eben schon den größten roten Faden, finde ich halt eigentlich schon an Instagram eigentlich noch, ja, ja. Sag noch den Leuten, weil wir die ganze Zeit sagen von Instagram, wo findet man dich auf Instagram und eben, was steht bei dir noch an in nächster Zeit? Ja, wie gesagt, eben, man findet mich eigentlich eben auf Instagram unter Camera Twin. Also ich mein, Zwillingsbruder Camera Twin, ja, so ist eigentlich so das Ganze eben entstanden halt eben. Und was bei mir eigentlich anstehen will, halt eben auch eigentlich gute Frage. Ich versuche jetzt eigentlich auch dann wieder ein bisschen mehr, weil ich glaube, ich habe so die letzten 4 Wochen eigentlich da nicht mehr geshootet eben so, also eben jetzt nach der Podcast-Aufnahme geht es für mich eigentlich gleich nach zu einem Shooting eben. Also einfach wirklich regelmäßigen Content, schauen eben, dass die Reels halt eben passen und versuchen auch, glaube ich, in den nächsten Monaten, wenn es schon geht, halt einfach ein bisschen den nächsten Step zu machen und einfach ein bisschen, ja, zu wachsen und mehr ausprobieren, ja, ja. Wirklich einfach machen und schauen, wie es ankommt, ja, ja. Ey, ich bin super gespannt, was der Next Step sein wird, ja. Ich werde das ja, auf jeden Fall ja, verfolgen, ja. Vielen Dank für deinen morgendlichen Besuch, ja, für das. Danke für die Einladung, ja, auf jeden Fall, hat mich wirklich sehr gefreut, ja, ja. Gerne wieder, ja, vielleicht gehen wir mal auf ein Fotowalk. Können wir ja, gerne mal machen, wäre echt also, cool, ja. Also ich werde mal vielleicht auch versuchen, dich zu fotografieren. Ja, ne? Ja, okay, wir können mal so gegenseitig machen. Das wäre, oh, das ist, glaube ich, schwieriger. Das müssen wir mal machen, ja, ja. Das wäre sehr cool. Können ja, wir beide ja, mal aus unserer Komfortzone raus. Wirklich, ja, das wäre. Dir vertraue ich es an, ja, ja. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Viel Spaß bei dem Shooting, das du jetzt dann noch hast. Danke, ja, danke. Wetter ist egal. Ja, ich hoffe, es ist jetzt nicht spannend, zu heiß schon worden. Ja. Die Zeit ist immer blöd, ja, ja. Irgendwas wird schon rauskommen, ja, ja, irgendwas, das ist das Geile am Social Media. Ja, ja. Irgendwas ist immer ja, dabei. Ja, wirklich, ja. Ja, das auf jeden Fall, ja, ja. Aber nochmal danke für die Einladung und ja, danke fürs Dasein. Danke. Thanks for tuning in to Creative Hour Club with host Dominic C. Fennec. Remember to subscribe on Instagram, YouTube, and Spotify for more.